Hallo meine Lieben, heute mit einem neuen Video von mir und ich hatte heute vor, meine Nagellacke zu präsentieren. Und ich mache daraus zwei Teile, weil ich habe echt schon viele Nagellacke. Und deshalb zeige ich euch erstmal den ersten Teil und dann kommt morgen oder vielleicht heute noch der zweite Teil. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Mein erster ist hier der P2. Der hat so so ganz komische Dinger drin, das sind so Partikel. Und das ist die Nummer 070. 070. Ja, warte. Und jetzt kommen die nächsten. Machen wir weiter mit dem nächsten. Das ist ein Essence Gel Nagellack. Das hat so eine rötliche Farbe. Und es ist. Ich finde die Essence-Nagellacke immer, also halten sehr lange, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu dem P2, jetzt nochmal die ganze P2-Nagellacke. Also wir fangen an, das ist ein P2, klar. Nummer 230 Hot Tango. Den habe ich auch gerade drauf, hier, den hier. Ja. Dann hier ein P2. Noch ein P2, den habe ich mir vor kurzem gekauft. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Auch wieder ein P2. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Also ich habe jetzt erstmal nur diese P2 für euch. Und dann kommen auch die anderen. Das ist die Nummer 692. Hurry up. Dann kommen wir zum nächsten. Das war für mich irgendwie schon so ein Fehlkauf, denn ich dachte, es wäre weißer Nagellack. Ich lese nicht irgendwie, was da halt draufsteht. Und hier ist irgendwie voll nass. Ich lese nicht, was halt irgendwie da draufsteht. Und das war halt so ein Basecoat für schwer abmachbaren Nagellack. Und das war ein bisschen scheiße für mich. Aber was ich jetzt dafür benutze. Also ich mache das halt um meine Nagelhaut und dann tupfe ich halt meinen Nagellack da auf. Und dann kann man das einfach so abziehen. Das ist richtig cool. Also war es im Grunde genommen nicht so ein Fehlkauf. Ja, jetzt kommen wir mal zum nächsten. Das ist ein Essence Nagellack. Das ist ein Topcoat, aber in matt. Das ist mega cool. Manche kaufen sich ja auch einfach nur diese Topcoats in einer Farbe. Ich würde euch echt empfehlen, so ein Topcoat in matt zu nehmen. Dann könnt ihr alle Farben halt in matt verzaubern. Und das ist mega geil, muss ich sagen. Dann habe ich noch ein Essence Special Effects. Da sind halt diese Glitzerpartikel drin. Ja. Finde ich auch richtig cool. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Den habe ich allerdings, der ist von Catrice. Den habe ich allerdings schon vor lange. Den hat mir mal meine Cousine mir geschenkt. Und ich habe zwei davon und einen noch im Blau. Warte, ich hole ihn gerade. Hier ist der nochmal. Ne, das ist der gar nicht. Der sah aber so aus. Das ist halt so ein. Die Schrift kann man auf jeden Fall nicht mehr lesen, weil die einfach voll weg ist. Ja, jetzt tue ich mal alle wieder zur Seite. Achso, dann zeige ich euch gleich den nochmal. Das ist ein Essence. Das ist, ist die Farbe 10 in the Jungle. Ja, und dann kommen wir zum nächsten. Den habe ich von meiner Freundin gekriegt. Ich habe wirklich keine Ahnung, woher der ist. Die Farbe ist eigentlich ganz okay. Also ich mag sie jetzt nicht so mega. Dann habe ich noch einen gelben, aber in Neon. Den habe ich allerdings schon so lange. Da weiß ich nicht mehr, woher der einfach mal ist. Und ich glaube, der ist sogar aus Teddy Toys. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Den benutze ich aber nicht mehr, weil der einfach so schon voll verklebt ist. Und ich den, glaube ich, gleich mal im Müll schmeiße. Dann habe ich hier noch einen Essence, den liebe ich so sehr. Ich dachte, mein Telefon hätte geklingelt. Den liebe ich so sehr. Der ist richtig schön, der deckt richtig cool. Und den habe ich hier auch als Punkte. Ja. Was soll ich dazu sagen? Der ist einfach richtig cool. Ich mag den sehr. Kommen wir nochmal zum Essence.
Nagellack, das ist ein Gel-Nagellack von Essence. Und er hat halt so eine neutrale Farbe, also jetzt nichts Spektakuläres. Dann habe ich hier von Astor auch einen Nagellack im Braun. Ja. Das ist die Nummer 581 VIP Brown. Ja. Ist eigentlich eine ganz schöne Farbe. Ich habe es halt noch nie aufgetragen, aber was soll's? Ich finde die Farbe schön. Jetzt kommt die nächste Ladung. Ich hole gerade nochmal Nachschub, weil ich hole mir immer so ein Teil, so ein paar Nagellack und dann muss ich wieder zum Schrank laufen und wieder mehr holen. Ja. So, jetzt ist das noch die letzte Ladung. Dann kommt, drehe ich auch noch den zweiten Teil. Das ist, oh, der war gar nicht recht zu. Der ist, glaube ich, jetzt ausgetrocknet. Oh. Das ist dieser Nagellack hier halt, soll 45 Stunden lang halten. Also 45 Sekunden trocknen. Ja, so wollte ich das sagen und ja. Der war neu, aber nicht vor kurzem. Der habe ich schon länger und da steht halt noch neu drauf. Dann kommen wir zu einem Long-Lasting Nail Color. Das ist halt so eine pinke, schöne Farbe. Ich mag die sehr. Ich habe sehr viele pinke Farben. Kommt mir bald schon aus den Ohren raus, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer. Hier steht auch fast nichts drauf. Leider. Dann ist das halt der gleiche wie der hier, aber der hat nur Glitzerpartikel und ist halt so ein Klarlack mit Glitzerpartikel und das ist halt die gleiche Marke. Der ist auch so blau, ja. Jetzt kommen wir schon zu den allerletzten Nagellack und das ist ein Rimmel London Nagellack. Nur mal, wenn ich das jetzt wüsste, dann würde ich das jetzt auch sagen. Ich weiß nicht, welche Nummer und ich weiß auch nicht, wie dieser Nagellack heißt. Ich gebe euch jetzt nochmal wie immer einen kleinen Überblick über meinen Nagellack und dann kommt auch schon der zweite Teil heute oder morgen. So, hier noch mal ein kleiner Überblick über Alm. Liss. Und der zweite Teil wird auch jetzt gleich mal gedreht. So, das war ein kleiner Überblick. Und jetzt drehe ich noch meinen zweiten Teil und wir sehen uns im zweiten Teil. Hoffentlich. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch schöne Ferien. Soweit. Und ciao.